Mr. Mike. Yo, ich bin Mr. Mike. Heute mal wieder ein kleines Opening. Ich habe hier ein bisschen was, nicht nur Fanpost, aber da diese Fanpost hier schon länger rumliegt und mich auch Willi angeschrieben hat, wann ich dann mal wieder ein Opening mache, tut es mir eh schon leid, dass ich so lange damit gewartet habe. Jetzt ist es soweit. Wir machen mal diesen Brief auf. Er hat mir was geschickt. Ich weiß nicht, was es ist. Hier hinten schon mal wieder nett. Fanpost. Nice. Könnt mir natürlich auch immer gerne was schicken. Postfach 1134 Mr. Mike Production 83201 Prien. So sieht's aus. Freut mich natürlich immer. Vor allem, wenn halt Kiddies oder sonst jemand sich die Zeit nimmt, mir was zu malen oder was zu schreiben. Das ist krass. Ich finde das krass, ne? Weil ich kenne mich halt selber. Einen Brief zu schreiben ist für mich viel Zeitaufwand und dafür bin ich schon zu faul. Daher cool, wenn das jemand macht. Ah, hier schon mal noch eine Briefmarke. Er möchte also was zurückgeschickt bekommen haben. Nice. Ja, guck mal. Nice. Ah, das hat er aber schick gemacht. Guck mal, das hat er aber schick gemacht. Das ist hier die Message schlechthin, ne? Mr. Mike Production, Mr. Mike, mein Logo. Yo. Das hier auch. Wisst ihr ja, hey, nice. Das ist die Message. Das ist die Message. Cool. Nice. Hat er schön gemacht. Mühe gegeben. Das, genau das ist es. Ich glaube, wie lange du dich da hinsetzt und das überhaupt malst und zeichnest, das weißt schon so vom Gedanken her. So, hey, ich setze mich jetzt hier hin und mal und schreibe dem Mike einfach mal einen Brief. Crazy. Crazy. Hier auch, ne? Per Hand geschrieben. Per Hand geschrieben. Schick. Echt schick. Hallo Mike, ich bin ein großer Fan von dir und gucke deine Videos schon seit knapp einem Jahr. Muss man hier dazu sagen, Alter, was für eine schöne, saubere Schrift. Wow, also Respekt, Willi, dafür. Also eine so schöne, saubere Schrift. Da wirst du bestimmt von deinem Lehrer oft gelobt. Das ist echt nice. Okay, ein großer Fan von dir, gucke deine Videos schon seit knapp einem Jahr. Wenn ich mal zu faul bin, Basketball zu spielen, gucke ich ein Video von dir. Das motiviert mich immer sehr. Siehst du, das ist Geben und Nehmen, Liebe, Danke, Motivation für mich wieder. Ich wollte dir einfach mal Danke sagen für deine Mühe, die du in deine Videos hineinsteckst. Ich habe dir auch etwas gemalt und würde mich über ein paar Sticker und eine Autogrammkarte sehr freuen. Mach weiter so, dein Willi. Nice, Willi kriegst du natürlich. Das mache ich heute gleich fertig. Siehst du, ich habe ja auch gleich noch ein leeres Kuvert. Schicke ich dir, kriegst du. Nice, vielen Dank dafür. Mega. Siehst du, hier geht Liebe raus. Und jetzt hier noch ein kleines Opening dafür. Mache ich kein extra Video. Ich habe mir nämlich ein paar Spiele geholt. Was ist denn das jetzt hier? Ah, okay. Zum Investieren eigentlich. NBA Live 2002. Das war so nebenbei. Ist aber nicht verpackt. Aber ich habe mir das einfach geholt. Ich glaube, das hat 3 Euro gekostet. Kennt ihr noch PlayStation 2? Die Dinger, alten Hüllen. Hey, anderes Level. Steve Francis vorne drauf. Aber was ich noch cooler fand, ich glaube, das hier ist es nämlich. Ich glaube, das hat 5 Euro gekostet. Ich habe zufällig bei Amazon jetzt gefunden und mir gedacht, hey, holst dir, vielleicht ist es in 30 Jahren was wert. Erstes verpackt, das ist nämlich cool, ne? Verschweißt, niegelnagelneu, NBA Live 2004. Das ist halt wirklich neu verschweißt, das könntest du jetzt einschicken und graden lassen. Vielleicht kriegst du eine 9,0 oder 10, so was weiß ich. Und dann könnte es vielleicht was wert werden in weiteren 20 Jahren. So vielleicht zur Rente oder dann für meine Kleine. Ne, so als Vermächtnis. 2004 wird nächstes Jahr 20 Jahre alt. Krass, gell? Vince Carter hinten drauf. Es ist cool. Ne, für 5 Euro finde ich fairer Preis. Ich glaube, da gibt es noch eins. Ich packe euch das unten in die Videobeschreibung, falls euch interessiert. Ich habe ja letztens schon ein Video darüber gemacht. Über Investitionen, Videospiele. Finde ich ein unglaublich interessantes Thema. Da werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Spiele holen. Die Frage, Sache ist natürlich immer so, du musst die Spiele halt günstig bekommen und dann halt wirklich lange warten. Und dann kann es passieren, dass du halt wirklich krassen Profit machst. So wie mit diesem Spiel jetzt. Für 5 Euro kannst du in der Hinsicht, glaube ich, echt nichts falsch machen. Und jetzt nochmal 20 Jahre warten. Ich meine, hey, das tust irgendwo eine Schublade 20 Jahre lang. Das nimmt doch nicht viel Platz weg, oder? Das ist für mich eine Investition, die eigentlich nur gut sein kann. Ist jetzt natürlich was anderes, wenn du dir so ein Spiel für 100 oder 200 Euro kaufst und dann wartest. Das ist schon wieder so, oh, das ist schon wieder, weißt du, für 5 Euro.
Finde ich nice. So, und hier ist noch was anderes, gesundheitliches. Ein ganz anderes Thema und zwar ein Kalorienshake habe ich mir jetzt geholt. Ich brauche nämlich ein bisschen mehr Kalorien. Ich muss ein bisschen mehr Masse aufbauen, habe mir den hier geholt. Carlo Vital. Unglaublich viele gute Bewertungen. Persönlich kenne ich ihn noch nicht. Ich werde ihn testen, mal Feedback dazu geben, wenn ich ihn länger getestet habe, ob das was hilft, ob was wirkt. Ja, so, alles in ein Video gepackt. War doch nice, oder? Habe ich sonst noch was? Nein, sonst habe ich nichts mehr. Und ich habe noch ein Ding. Ein Opening kommt noch die Tage, ne? Hier für dieses Paket hier, Package, NBA-Karten. Muss ich auch noch machen. Und ja, abonnieren, Glocke aktivieren, Glocke auf alles, nichts verpassen. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. 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 Yo, Mr. Mike. Mike. Yo, Mr. Mike. Mike. Yo, Mr. Mike. Mike. Mike.